Jo Leute und herzlich willkommen zu der Überlebenskünstler-Herausforderung Nummer 8. Und diese besagt, stelle jeweils einen zielsuchenden Tomahawk, verbesserten Tomahawk, hochexplosives Dynamit und explosiven Brandsatz her. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen zwei Tomahawks, zweimal Tierfett, einmal Dynamit, einmal einen schwarzgebrannten, einmal eine Eulenfeder und einmal eine Habicht- oder ein Adlerfeder. Wie bekommt ihr die Tomahawks? Ganz einfach, ihr könnt sie beim Hehler kaufen, genauso wie Dynamit und den schwarzgebrannten. Tierfett bekommt ihr zum Beispiel, wenn ihr Wildschweine erlegt, Enten erlegt und ich glaube sogar vielleicht ein paar andere Tiere, aber bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Und zwar Wildschweine, ja. Sind zum Beispiel hier unten, also südlich von Rhodes, vermehrt. Oder auch hier, ja, in diesen Gebieten. Da sind sie auch öfters am Rumlaufen und könnt ihr einfach erwischen. Der Hehler ist hier, also ich bin jetzt gerade bei einem, und zwar in St. Denis. Und einmal bei der Emerald Ranch. Dort gibt es auch einen Hehler. Und bei Rhodes sollte es hier auch noch irgendwo einen geben. Da, genau. So, und zwar brauchen wir noch Broschüren. Erstmal, um natürlich diese Sachen herzustellen. Die bekommen wir ebenfalls beim Hehler. Ladenbesitzer und dann einmal Dreieck gedrückt halten fürs Kaufen. So, dann gehen wir einmal auf Dokumente. Dann gibt es hier einmal Broschüre für zielsuchende Tomahawks. Ja, falls ihr die hier irgendwie nicht findet, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass ihr. Nee. Ich glaube, ob man die jetzt hat oder nicht, oder? Nee, wenn man die auch, glaube ich, schon hat, dann sieht man die hier nicht mehr. So war das. So, hochexplosiven Brandsatz. Und ich glaube, hier hochexplosives Dynamit. So, und das war's. Okay, gut. Ja. So, dann ja, Habicht Adlerfedern, also Adlerfeder finde ich, glaube ich, etwas einfacher. Ja, einen Adler habe ich, glaube ich, hier irgendwo gefunden. Der ist ja einfach rumgeflogen. Adler gibt es aber auch hier in dem Gebiet, nicht immer, aber ab und zu. Und ja, hier zum Beispiel auch etwas. Und die Eulenfeder, die Eule habe ich auch genau hier in diesem Gebiet erwischt und das habe ich auch extra nochmal aufgenommen und das zeige ich euch jetzt. So, ich habe jetzt hier eine Eule, ja, die sitzt hier auf einem Baumstamm oder sowas. Ja, Eulen findet ihr natürlich auch nur nachts. Also ich zeige euch nochmal ganz genau wo. Ich befinde mich nördlich von St. Denis. Hier, ich laufe gerade auf diese Eule zu. So sieht man dort. Da noch ein Schuss. Zack. Ja, diese Eule war hier halt gerade auf diesem Baumstamm. So. Dann geht ihr halt zur Eule hin. Hülle hin, so. Dann auch natürlich auf Rupfen. Zack und somit habt ihr die Eulenfeder. So, wenn ihr dann alle Sachen habt, dann begebt ihr euch zu eurem Waffenrad, dann nach unten, also zu Gegenständen einmal R1 und dann nach unten. Zum Herstellen. Dann gehen wir auf Munition. So, dann gehen wir natürlich runter, runter, runter. So. Nein, bei Waffen. Tut mir leid, mein Fehler. So. Dieses Rezept ist noch unbekannt. Ah, okay, man braucht. Ah, nee. Tut mir leid, war jetzt mein Fehler. Ich habe gerade auf Wurfmesser geguckt. Ja, wieso kann ich diese Sachen nicht
herstellen. Ganz einfach, weil ich dieses Dokument, diese Broschüre noch nicht gelesen habe. Das heißt, zack, wir gehen zum Beispiel jetzt einmal auf Zielsuchende Tomahawks darauf und drücken dann einmal auf Lesen. So, wenn ihr es gelesen habt, steht auch oben links, du hast das Rezept für Zielsuchende Tomahawks erlernt. Warum rufe ich jetzt mein Pferd? So, dann Broschüre für hochexplosive Brandsätze, genau dasselbe, rausholen, zack, einmal lesen. Und dann noch einmal für hochexplosives Dynamit. Zack. So. Dann gehen wir nochmal auf Waffen. So, Dynamit, hochexplosiv. Zack, das ist das, was wir brauchen. Das seht ihr dort alles. Ja. Einmal herstellen. Zack. So. Dann haben wir das schon mal erledigt. Brandsatz hochexplosiv, schwarzgebrannter. Gut, den habe ich jetzt vergessen zu kaufen. Aber das ist auch ganz einfach. Mache ich den jetzt gleich nochmal. So, dann einmal Tomahawk zielsuchend. Zack. Dann sollten wir den jetzt auch haben. Ja, das ist egal. So. Tomahawk verbessert. Zack. So, ich habe mir jetzt gerade nochmal schwarzgebrannten geholt und jetzt könnte ich auch Brandsatz hochexplosiv herstellen. Zack. Und Überlebenskiste heraus war Nummer 8. Ja, abgeschlossen. Zack. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch geholfen. Wenn ja, dann lasst es mich mit einem Like wissen. Und falls ihr solchen Drecks-Content von mir feiert, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns auch eventuell bei der Überlebenskünstler-Herausforderung Nummer 9. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.